Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück, habe schon mal meine Taschen voll gemacht. Wir haben tatsächlich die Kiste recht voll gekriegt mit unserem Stuff. Ich habe einmal alles hochrepariert, was denn hoch zu reparieren ging. Wir haben drei Schwerter, die müssen 3.000, 4.000, 5.000 Dollar müssen wir jetzt tatsächlich mit dem, was wir hier haben, bereits gemacht haben. 7 Ruhmpunkte im Moment. Wir werden jetzt einmal zum Händler fahren, werden uns da vor allem jetzt dann erstmal Benzin kaufen müssen. Eine Kiste. Werden dann nochmal hierher fahren, werden dann eigentlich nochmal Richtung Burg gucken, damit wir noch einen besseren Bogen bekommen. Momentan 60 Pfund Bogen, unser bester Bogen, den wir haben. Da geht natürlich noch deutlich mehr. Das heißt, jetzt einmal ganz kurz zum Händler und dann dementsprechend wieder zurück zur Burg. Kurz die Burg durchlooten, danach vielleicht nochmal das Dörfchen durchlooten und dann das ganze Zeug nochmal verkaufen. Dann geht es tatsächlich auch schon wieder zurück nach Hause. Denn wenn wir 5.000, 6.000 Dollar haben, werden wir uns jetzt dann erstmal versuchen, ein Auto zu organisieren. Wir haben eine Leica-Lichtmaschine, idealerweise vielleicht ein Leica. Aber gut, was wir finden mit einem Motor, werden wir uns versuchen, zu eigen zu machen. Mal gucken, was es wird am Ende. Aber irgendwas werden wir hoffentlich finden. Nach wie vor Plan, erstmal große Stadt zu gehen. Vielleicht da noch ein DAO zu finden. Ein bisschen Kohle zu machen natürlich auch. Und idealerweise da vielleicht nochmal ein Auto abgreifen zu können. Wie gesagt, Großstadt habe ich, glaube ich, die besten Chancen nach wie vor. Alle anderen sind leider schon weitaus weiter nach wie vor auf dem Server wie ich. Einmal verletzt, zurückgeworfen. Aber wir haben mittlerweile ein Gold immerhin. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich beim Händler wieder. Ich skippe euch das mal, damit wir nicht allzu viel Zeit verblämmern. So, wir fahren gerade beim Händler rein, werden jetzt einmal, wie gesagt, alles verkaufen. Mal gucken, wo wir am Ende kohlemäßig rauskommen. Cool wäre eigentlich, wenn hier ein Boot da wäre. Da können wir nämlich von der anderen Stadt, also direkt in die andere Stadt reinfahren. Wäre eine coole Aktion tatsächlich. So müssen wir halt jedes Mal mit dem Dirtbike aus rumflitzen. Ist jetzt auch machbar, kostet jetzt auch nicht mega viel Benzin. Aber Benzin wird jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr das große Problem sein. Zumindest geldmäßig werden wir auf jeden Fall, ja, erstmal in den grünen Bereich kommen. Burg sei Dank. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt für unser ganzes Zeug, unser schön hochrepariertes Zeug vor allem bekommen. Das sind 1056, 435 für das Bushman. Wir haben hier unten noch eins, habe ich natürlich auch gleich mit hochrepariert. Und das ist schon mal ordentlich. Das sind jetzt schon mal 3500 Dollar, die wir bekommen, nur für die Dinger hier. Nice. Und jetzt geht's zu General Goods. Mit 7 Rumpunkten können wir jetzt momentan noch nichts kaufen, ist aber auch nicht allzu wichtig. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Kohle, aber mit 4.500, am Ende 6.000 Dollar, die wir haben, mehr als ausreichend. 300 bringen das Rücklicht, okay. Besser wie nichts. So, jetzt sind wir schon bei 5.000. Also ihr seht schon, das lohnt sich dementsprechend. Natürlich vor allem das Hochreparieren hat sich auch gelohnt. Wir haben praktisch den Preis nochmal verdoppelt. Aber es ist oben das Hochreparieren einfach den Preis halbiert, während trotzdem einmal Burg sind 2.000, 3.000 Dollar ohne Probleme, wenn man da einmal durch will. Oh, Eisernes Schloss, 35 Dollar, da haben sie den Preis aber ordentlich runter reduziert. Die Socken bringen es nicht wirklich, okay. Das hier, die Hüfttasche, ja, 630, da bringt der Stift tatsächlich mehr. Muss man sagen, 50, okay, das Küchenmesser mit 50 ist gar nicht so schlecht. Sind nochmal 1500 Dollar obendrauf, die wir bekommen. Jetzt sind wir schon bei 6500, also Geld ist tatsächlich nicht das Problem. Jetzt wäre die Überlegung, ob wir uns was holen. Ich glaube allerdings nicht. Werkzeuge, Reparatursets, Schleifstein für 2000. Ne, das brauchen wir alles nicht. Können wir uns notfalls alles selber herstellen, beziehungsweise Schleifstein zwar nicht herstellen, aber wir können zumindest ja uns selbst das Zeug hochreparieren, indem wir Reparaturkits bauen, dann zu einer Maschine gehen und da das Ganze dann hochschleifen praktisch mit den Aufladungen. So, einmal hier rein. Und, ja, okay. Ja, der Apothekenausflug hat sich mal gar nicht gelohnt. Das sind 95 Dollar. Das ist eher traurig wie alles andere. Gut, wir sind aber soweit hochrepariert jetzt dann erstmal. Essen, Trinken. Ich glaube, Trinken haben wir sogar noch. Trinken haben wir noch 5. Essen müssten wir auch noch ein bisschen was haben. Sieht nicht ganz so Bombe aus. Wir haben jetzt 8 Grundpunkte gerade gemacht. Immerhin. Jetzt geht es aber dann einmal zurück in die Stadt, beziehungsweise eben nochmal in die Burg. Da nochmal Puppets töten. Nochmal Schwerter vielleicht looten, die vielleicht dann nochmal hochreparieren, aber mit 6... Achso, wir brauchen noch Benzin. Benzin. Ja, wobei, wir würden sogar noch einmal werden... Boah, die schlittern. Würden wir sogar noch hin und her kommen. Aber es reicht, glaube ich, erstmal. Wir nehmen mal nur einen kleinen Benzinkanister. Den großen Benzinkanister nehmen wir dann... Wobei wir gerade Platz hätten. Ne, wir nehmen den großen. Wobei ein bisschen Benzin dann übrig... Es ist... Eigentlich ist es relativ egal. Wir schleppen den kleinen mal mit. Wir nehmen den kleinen Benzinkern, das reicht erstmal. Wie gesagt, wir werden dann eh nochmal verkaufen gehen. Mich eilt jetzt hier nichts. Mal gucken, wo wir landen am Ende. Benzinkanisterchen ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir können natürlich jetzt dann auch selbst bei der Tanke was machen.
Die Frage ist, wobei ein Gold, ja, komm, wer weiß, wie oft wir drauf gehen noch. Wobei wir noch nicht mal ein Bett haben. Wir holen uns mal schnell noch ein, zwei Gold. So, 0, 0, 0. Absenden, Gold kaufen. Ich würde tatsächlich sagen, 2 Gold. So, jetzt sind wir bei 3 Gold schon mal. Das heißt, wir können theoretisch 3-mal sterben. Wer weiß, wie es läuft für uns. Wer weiß, wie es läuft. Ich habe es natürlich nicht vor. Und jetzt gucken wir mal, wo wir landen, wenn wir hier Benzin einfüllen. Hier war mal gerade. Ja, fast die Hälfte voll. Also mit einem 40er Kanister, den wir für 1000 kaufen können, haben wir praktisch einmal voll getankt. Ist völlig in Ordnung. Das Teil, und wir kommen mit der, zumindest mit dem vollen Dirtbike, kommen wir ohne Probleme bis nach Hause und dann auch wieder zurück. So, wir sehen uns gleich bei der Burg wieder und ja, dann bis gleich. So, wir sind zurück. Wir laufen jetzt einmal hier in den Berg. Oh Gott, das dauert länger, okay. Wir laufen einmal in den Berg nach oben. Ich habe mir schnell noch ein bisschen Kakaopulver als Nahrung reingezogen. Ich hoffe, das funktioniert, das Ganze. Wird wahrscheinlich ein bisschen trocken gewesen sein. Wir laufen jetzt einmal hoch Richtung Burg. Werden da schnell mal durchlaufen. Ja, wir haben Durst, woran es nur liegen könnte. Trink mal. Danke. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch einen besseren Bogen zusammenkriegen. Momentan den 60-Pfund-Bogen ist jetzt nicht das Beste, was wir haben. Oder was wir haben können. Aber besser wie nichts. Den habe ich vergessen hoch zu reparieren. Aber wir holen uns da jetzt sowieso idealerweise gleich einen neuen. Vielleicht ein 100-Pfund-Bogen wäre cool. 90, 80, 70, irgendwas in der Richtung. Je mehr Pfund wir haben, desto stärker können wir schießen. Beziehungsweise desto besser fliegt der Pfeil auch. Auch die normalen Holzpfeile. Vielleicht finden wir auch noch ein bisschen was anderes an. Loot wieder. Schwerter natürlich. Aber wir haben jetzt so $4200 momentan auf dem Tacho. Das war schon ordentlich viel. So, einmal Stopp. Hier müssten gleich die Puppets wahrscheinlich wieder reinspawnen. Können schon mal ein bisschen Teilschrott mitnehmen. Den sollen wir sowieso mitnehmen. Schloss. War jetzt nicht mehr so viel wert, leider, das eiserne Schloss. Darf nur keine Horde kommen. Boah, das ist aber fies. Wenn der hier spawnt. Direkt neben mir. Na, da haben sie sich keinen Gefallen damit getan, zumindest. Dass Puppets jetzt wieder genau neben einem spawnen können. So. Ein 40-Pfund-Bogen und Armbrustbolzen. Lassen wir mal liegen, müllen wir das Inventar nur zu, bringen nicht viel Kohle. Da ist tatsächlich alles andere besser. Moin. Hauptsache keine Horde. Wir haben wieder den einen oder anderen, also es gibt mittlerweile wieder relativ viel getriggerte Puppets. Also tatsächlich eine recht ordentliche Menge, muss ich sagen, an Puppets, die auf einen getriggert sind, die einen dementsprechend im Visier haben. Ist nicht ganz so nett und angenehm. So, gucken wir mal auf die Türmchen. So, hier ist schon mal nichts. Vielleicht nur ein Helmchen auch wieder, die Helme haben sich auch gelohnt, $200. Selbst die Sporantaschen mit $70 pro Stück sind okay. Wenn man sie einsammelt, die können wir so zumindest in die anderen Taschen stecken. Idealerweise natürlich jetzt dann wieder Schwerter und andere Dinge. Pfeile nehme ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne, weil wir momentan noch keine kaufen können. Ich glaube erst ab 50 Ruhmpunkten oder so können wir die kaufen oder 75 Ruhmpunkten. War relativ hoch. Eine Strumpfhose brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben eine Leggings, glaube ich, noch mit an. Das ist im Grunde das Gleiche. Geht vor allem darum, jetzt natürlich im Schneebiom nicht zu unterkühlen. Aber das sind wir dick genug angezogen eigentlich. Einen gewissen Teil können wir immer springen. Ja, ich Hammer. Puppets ausziehen. Wir brauchen Schraubendreher. Und die findet man tatsächlich relativ. Oh, lautlos, cool. Nach wie vor. Man hat nur die Schritte gehört. Müsste auch auf mich getriggert sein, weil ganz ehrlich, ich müsste nicht, was er gehört haben soll. Puppets ausziehen ist, macht praktisch keine Geräusche, nämlich. Schwierig. Schwierig, schwierig im Moment. Mit den getriggerten Puppets. Deswegen kommt auch gerne mal eine Horde, glaube ich. Horden wollen wir später haben, ja, aber im Moment nicht, weil wir einfach keinerlei Bewaffnung gegen eine Horde haben. Wir haben nicht mal genug Pfeile gegen eine Horde.
Was schon traurig genug ist. So, Metallschrott. Ja, hier kann man sich auch einmal alles voll machen, praktisch mit Metallschrott. Bolzen. Bolzen haben wir tatsächlich genug. Was jetzt wieder ein bisschen fehlt, sind Nägel. Tatsächlich. Soll es da nicht reingehen irgendwo? Ja. Nägel bräuchte ich mal wieder ein paar. So, noch kein Schwert. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Aber solange wir kein Puppet oben im Turm haben, der rumbrüllt und uns ein Horn. Da ist doch. Ah, perfekt. Oh, das ist sogar. Das ist bei 90% nice. Das sind allein schon mal 900 Dollar grob. Das Ding bei 90% ist. Das andere Schwert ist irgendwie 5, 8 Dollar wert oder 10 Dollar wert. Das lohnt sich nicht mitzunehmen. Das hatten wir schon mal getestet. Carbonpfeile, auch nice. Theoretisch könnte man hier auch eine Armbrust finden. Allerdings ist die Chance mega, mega gering. Handfeuerwaffen theoretisch auch. Aber auch da die Chance eher sehr, sehr gering. Die Socken haben irgendwie 10 Dollar gebracht. Das lohnt sich nicht. Die können wir liegen lassen. Brauchen wir jetzt auch nicht. Grün ist jetzt auch nicht so meine Farbe. Noch mal einen Pfeiler rein. Okay. So, nächster Turm. Der war zumindest mal lukrativ, der Turm. Und am Ende werden wir bei... Wir haben jetzt 4000. Ich würde mal schätzen, dass wir irgendwo bei 7.000, 8.000 vielleicht am Ende sogar rauskommen werden, wenn wir jetzt noch ein bisschen vernünftigen Loot finden. Kommt natürlich immer drauf an. Aber das ist auf jeden Fall erstmal eine Grundlage, mit der wir ja, sehr viel zumindest auch mit dem Motorrad durch die Gegend fahren können, viel erkunden können, zusammensammeln können. Und sobald wir dann ein Auto haben, haben wir eigentlich gar kein Problem mehr, Geld zu machen. Denn sobald wir eine Kiste irgendwo reinkriegen, haben wir wirklich kein Problem mehr. Denn dann können wir einfach den Loot da reinstecken. Kein Schwert, gar nichts, okay. Loot ist dürftig heute. Und können dann einfach zum Händler fahren, Geld machen, zurück und so weiter und so fort. Ist dann nur eine kleine Fleißarbeit tatsächlich. Aber ja, bis du erstmal das Auto hast, ist halt ein Moment vergangen. Ist aber auch gut so, sonst wäre es ja viel zu einfach, das Ganze. War eigentlich zu hoch gezielt, der Zweite, aber getroffen hat's. Immerhin. So, zwei, drei Türme nehmen wir noch mit. Einmal eigentlich, bis die Taschen voll sind. Das sieht nur mit Schwertern diesmal ein bisschen schlechter aus. Kann man den... Wollte ich gerade sagen, können wir auch durchsuchen. Maden unter anderem können... Ja, genau. Heuschrecke bringt Protein, ewig viel Protein. Kalorien nicht so viel, aber auch hier 810... gut, Milligramm zwar nur, aber Protein in so einer kleinen Made drin. Proteinmäßig super, die Dinger. Da liegt nichts. So, Kiste, Kiste, Kiste. Weintrauben bringen uns jetzt auch nicht so viel. Ein Kilt können wir reinpacken. Ich glaube, knapp ein Huni, den wir da haben. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Da lag das letzte Mal, glaube ich, ein Helm noch mit drauf. Hier wäre ein Brunnen, da könnte man Wasser nochmal nachfüllen. Ah, wir können eigentlich mal, das sollten wir nochmal trinken zumindest. Wasser nachfüllen. Und hau rein. Dann können wir uns hier nochmal voll trinken. Ja, ein bisschen rau. Hau dann hier hin, ne? Da könnt ihr sie. Hier. Regenblumensalbe drauf. Die gute Deutsche. Sag mal, was ist mit dem Loot los? Das ist ja absolut nichts. Weiterhin sind also in der Richtung hier, hinterer Teil der Burg, wo es ein bisschen verwinkelt ist, da sind viele Büsche. Es ist tatsächlich schwer zu spielen, weil Puppets gerne ja aus den Büschen rauskommen. Hä, Geld? Okay. Aber da wären natürlich nur weitere Türme, die wir durchsuchen können. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir hier vorne schon voll werden mit Schwertern und allem drum und dran und mit vernünftigen Loot. Nach hinten möchte ich eigentlich nicht. Das ist tatsächlich sehr risky, weil die alle wirklich gerne mal einfach so rauskommen aus den Büschen, hinter irgendwelche Felsen, durch Wände und so weiter nach wie vor. Schwierig, aber hier ist nicht so viel. Ein paar Carbonpfeile. Okay, Carbonpfeile sind halt nett. Aber schwertmäßig? Eins, oder? Ein Schwert bis jetzt. So kommt man nicht mit meinen 7.000, 8.000 am Ende hin. Wie gehofft. Vor allem auch kein Bogen und nichts. Das ist bitter. Da haben wir noch einen Turm. Ist die Frage, müssen wir wirklich nach hinten? Ich glaube ja. Uns wird nicht viel anderes übrig bleiben. Hier oben übrigens kann auch Zeug drauf liegen. Allerdings ist es meistens die Kletterei nicht wert, vor allem wenn oben dann nichts liegt. So, dann müssen wir doch in den hinteren Bereich wohl rein.
Hier ich tatsächlich eher ungern. So, es müsste ein, genau, es ist wieder ein Block. Wobei, hier geht's noch. So, doch von der Seite. Das mit Leitern hochklären, dann können sie nach wie vor mal ein bisschen verbessern, damit du irgendwo auch zwischen den Sprossen klicken kannst, um die Leiter hochzuklettern, zumindest von der einen Seite aus. Da liegen Bolzen. Bolzen bringen uns nichts. Cool, jetzt habe ich getroffen. Wenn du nicht treffen willst, triffst du. Weil sonst ist es echt schwer, die Leiter zu treffen. Gerade wenn der Horde halt hinter dir her ist, du in relativer Panik, man sollte ruhig bleiben, aber in relativer Panik versuchst du die Leiter anzuklicken und es funktioniert einfach nicht. Ist ähnlich wie aufs Dirtbike aufsteigen oder sowas. Das dauert ja auch 5000 Stunden. Wäre cool, wenn es da eine Schnellanimation dafür geben würde. Hier ist auch nichts. Alter Verwalter. So wäre das nix. Wir brauchen noch Kohle. Wir brauchen noch Kohle. Puppet-mäßig relativ wenig los. Soll jetzt Alex keine Beschwerde sein. Okay, die Schuhe sind schon mal nice. 62%, die sollen wir auf jeden Fall gleich hoch reparieren. Die Schuhe geben uns nochmal zusätzlichen Slot. Das ist ganz nett tatsächlich. Nochmal ein Kilt. Boah. Nichts, was wir jetzt wirklich bräuchten. Na hallo, mach doch so, danke. Jetzt sind wir tatsächlich ganz hinten. Und hier ist es halt zu verwinkelter. Also tatsächlich schwerer zu spielen. Aber wir haben einen schönen Ausblick hin auf die Mauer. Cool. Aber es muss so mehr wie ein Schwert hier rumliegen. Sporantasche schon wieder. Immerhin Huni. Aber wenigstens noch ein, zwei Schwerter. Es ist halt rein random was spawnen, aber trotzdem. Theoretisch wollen die nur in die Stadt, Freunde. Bolzen. Gib mir noch wenigstens Carbonpfeil oder so Zeug. Aber sie scheinen zumindest die Spawner auf den Türmen wieder gekillt zu haben. Yes. Helm und Schwert. Nice. Ist bei 57%. Okay, ist, man kann alles, was über 40% hat, kann man immer wieder oder über 25% hat eigentlich, kann man wieder hoch reparieren. Bis zu 100%. Und 100% Schwert bringt 1070 Dollar, haben wir ja festgestellt. Gut, hier sind wir dann durch. Jetzt können wir da nochmal reingucken. Da hinten. Da liegt nichts. Hier müsste es eigentlich auch wieder irgendwo runtergehen. Das ist wieder der Bereich der Burg, wo ich mich halt gar nicht auskenne. Oha. Cool, hier oben waren wir glaube ich auch noch nie. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht gut. Wir suchen mal das Weite. Scheiß auf die Pfeile. Wir gehen lieber. Der sitzt irgendwo wahrscheinlich im Turm. Wir haben zwei Schwerter, das sind immerhin schon mal 2000 Dollar, die wir haben. Ist jetzt nicht die Mega-Welt. 200, 600, 3000. Würde mal sagen, gute 3000 Dollar haben wir auf jeden Fall. Das ist jetzt, das ist okay. Aber damit können wir arbeiten. Ich würde jetzt lieber nochmal in die Stadt schauen wollen. Nochmal die Garage natürlich durchgehen. Ob wir noch irgendwelche sinnvollen Teile finden. Vielleicht, ja gut, Benzingern ist es, wenn man welche finden, sind wir meistens leer. Wir haben jetzt einen kleinen, den wir voll machen können an der Tankstelle. Ich würde aber eher einen großen sogar noch mitschleppen. Das lohnt sich vom Platz dann trotzdem mehr wie ein kleiner tatsächlich am Ende. Wir geben das Zeug jetzt aber erstmal in die Kiste. Ob wir es nochmal hochreparieren? Ja, müssen wir mal gucken. Ist eigentlich nur das eine Schwert, was sich lohnt. Wobei der Helm, den hier müssen wir hochreparieren. Alles unter 50% kauft der Händler nicht. Er ist sogar, der Helm sieht sogar ganz gut aus, der eine. Also ein paar schöne Items haben wir. Nehmen wir das Zeug überhaupt alles noch rein? Natürlich nicht. Hier ist jetzt relativ voll. Und relativ unorganisiert alles. Einmal umbauen, bitte. Helm kriegen wir hier rein. Helm kriegen wir da rein.
Schwert. Aber wir haben auch relativ viel Zeug, was man eigentlich nicht braucht. Oder nicht wirklich braucht. Käse, den können wir uns eigentlich mal komplett reinziehen. Ah, vielleicht kommen wir noch auf 9 Ruhmpunkte, mal gucken. Aber gemein ist jetzt, dass wir keinen Bogen gefunden haben. Bogen kaufen ist nicht wirklich eine Option. A, haben wir nicht die Ruhmpunkte dafür. B, kostet das Ding irgendwie 2.000-3.000 Dollar. Und du findest sie doch normalerweise relativ gut. Die Dinger. Haben jetzt noch irgendwo einen Platz. Da haben wir noch einen Platz. Die Carbonpfeile sind auf jeden Fall nicht das Schlechteste, wenn wir die sogar irgendwie einstecken. Die hier auch. Die hier eigentlich auch. Wenn wir ein paar mehr Pfeile haben, schadet das nicht. Das Ding können wir anbringen. Dann ist zumindest der Slot schon mal belegt. Okay, jetzt ist voll. Ja gut, damit kommen wir erstmal klar. Gut, dann einmal Richtung Städtchen. Nach wie vor leider nicht in Erfahrung bringen können, wenn wir den Kisten oben gehören. Aber wir werden das noch herausfinden. So, wir looten natürlich auch die Dinger nochmal durch. Nach wie vor, solange wir noch keinen Schraubendreher haben, lohnt sich das hier auf jeden Fall. Vielleicht finden wir diesmal was. Guck mal, da ist schon eine erste Schraubenbolzen. Können wir tatsächlich liegen lassen. Da haben wir erstmal genug. Okay, das war nicht der erste zumindest. Aber müsste auch wieder ein Getriggerter gewesen sein. Weil, ganz ehrlich, wie soll ich den getriggert haben? Ah, Draht ist ganz gut zum Bauen. Wir müssen mal gucken, wie man das Zeug hat. Alles dann auch uns nach Hause. Ja, okay, das kriegen wir nicht nach Hause geschleppt. Wie wir das Zeug nach Hause überhaupt geschleppt bekommen, ohne Fahrzeug. MAE-Paketchen. Nice. Thunfisch. 59% ist auf jeden Fall nur essbar. Nicht sonderlich schmackhaft, aber besser wie nichts. Netter Loot. So, dich ziehen wir aus. Erste Schraubendreher, 3 Auflagen haben wir schon. Ich würde tatsächlich das Gefängnis bevorzugen, bevor wir jetzt irgendwie sagen, wir gehen in die Polizeistation oder sowas. Würde ich eher das Gefängnis bevorzugen, dass wir uns da mal versuchen auszutoben. Das funktioniert auch mit Holzpfeilen und dem normalen Bogen hier. Ist natürlich jetzt, ja, gefährlich. Also einfach wird es auf jeden Fall nicht. Aber dafür ist der Loot auch richtig, richtig gut, den wir da rausziehen können. Ich meine, irgendwo muss ja eine gewisse Gefahr bestehen, sonst ist es auch zu leicht. So, was haben wir hier noch? Oh, Feuerwehr. Ah, war der was wert? Ich glaube, Huni, 2 Huni oder sowas in den 200 Dollar. So ähnlich, ich glaube, ähnlich wie die Burghelme. Angesiedelt. Sack Kohle. Nagel nehmen wir gerne mit. Nice. Bleiblatte sehe ich. Die nehmen wir natürlich auch selbstverständlich mit. 15 Aufladungen. Das ist alles Geld, was wir am Ende wieder sparen kann, was wir beim Händler jetzt nicht kaufen müssen. Wobei, ist für die Munitionsherstellung. Wir brauchen erstmal eine Waffe. Momentan sind wir noch von der Waffe ewig weit entfernt. Beziehungsweise zumindest haben wir noch nichts gefunden. So, das war, glaube ich, die Bar, oder? Ne, das war noch nicht die Bar. Bar haben wir hier aber auch. Ja, wir brauchen halt 13 Schraubendreheraufladungen, damit es sich lohnt, auch wirklich ins Gefängnis reingehen zu können. Schon wieder ein Sack Kohle. Das sehe ich uns momentan leider noch nicht. Aber was sie ist, kann ja nur werden. Oder aber schöne Klamotten noch. Sind zwar ganz gut ausgerüstet, aber besser geht immer. Da liegt nichts. Kann auch in dem Regal links was liegen. Also hier. Deswegen da haben wir mal kurz in die Umgebung geguckt. Aber es ist verdammt wenig los. Es spawnt halt einmal momentan Puppets am Eingang praktisch. Dann ist relativ wenig los. Dann hast du aber ab und zu mal einen getriggerten Puppet auf dir. Nägel, nice. Nochmal, okay. Okay, also Baumaterialien haben wir schon mal ordentlich. Ja, das ist gut. Dünger nicht. Brauchen wir nicht. Repair-Kit ist auch gut. Muss ich schon wieder keins herstellen. Müssen wir sogar eine neue Axt craften, weil ich die liegen lassen habe wohl. Zumindest habe ich gerade keine gesehen gehabt bei uns im Stash. Oh, das ist gut. Das sind 300 Dollar und das Ding wären auch 300 Dollar. Aber die Axt, das ist unsere erste Axt. Die sollten wir sogar behalten, idealerweise. Weil das die erste Axt ist, die wir haben. Sehr gut. Damit können wir zumindest schon mal Baseball beginnen.
Geht auch mit der normalen Steinaxt, aber mit der anderen kriegst du ein bisschen mehr Material raus. Oder theoretisch kannst du auch Baseball mit der normalen Steinaxt machen. Die Spitzhacke selber, weiß ich nicht, wozu die brauchen soll. Momentan noch gar nicht, glaube ich. Aber lohnt sich auch nicht so wirklich, das Ding. Außer zum Verticken, aber die 200, 300, 400 Dollar. Ja, 300 Dollar, die das Ding bringt. Nehmen wir da gerne mit. Schade, kein Bushman, keine Waffe, nichts hier. Schrotflinte theoretisch spawnbar. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Spawn. Ich kann mit dem Hasen nur nichts anfangen. Ah, da ist auch Spawn. Ich will nur meinen Pfeil wieder haben. So, die Garagen an der... Kommst du da wieder vorgewankt? Ich sehe den Kopf nicht. Nicht brüllen. Brüllen ist böse. So, Schraubendreher. Schade. Du aber, oder? Hier übrigens, hier wo ich jetzt gerade stehe, kann Auto spawnen. Da haben wir mal einen Bolzwagen gefunden. Eine Nadel, die können wir mitnehmen. Können wir uns direkt wieder Nadel und Faden craften, ohne dass wir einen Zombie auseinanderlegen müssen für eine Knochennadel. Bleiblatte schon wieder. Also Munitionsherstellung ist kein Thema. Uns fehlt nur die Waffe. Wir haben zwar eine Krüger, aber die ist jetzt nicht wirklich Bombe. Leider. Und uns würde auch für die Krüger halt das Magazin dementsprechend fehlen. Das ist gut. Okay, mit den Repair-Kits. Wir können auf jeden Fall das Schwert wirklich hochreparieren. Da lohnt sich's. Das sind ein paar hundert Dollar, die wir da mehr machen. Die Apotheke können wir auf jeden Fall klein und mitnehmen. Die Garagen können wir nochmal machen. Idealerweise triggern wir dabei halt nicht die Polizeistation. Die Brille können wir mitnehmen. Sämtliche Accessoires bringen gut Kohle. Nach wie vor. Sollte es zumindest so sein. Wobei sie immer wieder die Preise anpassen. Eine kleine Axt, das ist geil. Ist unter anderem eine geile Nahkampfwaffe. Weil man damit sehr schnell zuschlagen kann, zumindest wenn man das mag. Cool. Schraubendreher. Ah, das bringt uns nichts. Und auch hier 400, 500 Dollar, wenn man die beim Händler verkauft. Ah, wenn es allerdings bei 100% ist. Also hier wieder dementsprechend das Ding schärfen und so weiter. Je mehr Zeit du in Items investierst, desto mehr kriegst du tatsächlich auch raus. So. Diesmal vielleicht besseren Loot wie diese. Ich glaube, 100 Dollar haben wir gemacht insgesamt mit allen drum und dran. Weil wir nur die Spritzen gelootet hatten, die ja nichts wert sind. Oder nicht viel. Ein Glas, gut, das ist noch weniger wert. Eine Nadel. Haben nicht mehr so viel Platz. Ein Gummiband. Oh, Blutstiller. Das sind schon mal 200 Dollar, glaube ich. Outfit brauchen wir nicht. Eierwärmer ist nichts wert. Blaubeeren. Aber warum nicht? Besser wie nichts. Nach wie vor ist halt schade, dass es noch nicht hingekriegt haben, Puppets in Gebäude spawnen zu lassen. Zumindest jetzt, keine Ahnung, vielleicht in wichtigen Gebäuden, Apotheken beispielsweise, in, nochmal den hier, in Apotheken beispielsweise Puppets spawnen zu lassen oder in der Bar, Polizeistation spawnen sie ja, aber halt noch zwei, drei Gebäude, vielleicht gerade so wichtige Gebäude eben mit dazu zu nehmen, wäre cool gewesen, wenn sie es geschafft hätten. Momentan rennst halt nach wie vor einfach blöde durch, lootest die Dinger leer, gehst wieder raus und draußen spawnen dann Puppets oder wie auch immer. Aber drin im Gebäude weißt du halt momentan, die Dinger sind leer. Und da passiert auch nichts. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wobei der Spawner... Das letzte Mal zumindest... Das letzte Mal zumindest nicht ausgelöst worden ist. Er wurde ausgelöst. Das letzte Mal haben wir es geschafft, ohne auszulösen. Wir rennen, glaube ich, gerade ganz viel hinterher. Kann das sein?
Also Rennen war auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Da kam auf jeden Fall mehr wie, das waren mehr wie 5, die hinter mir her waren gerade. Das war gerade eine ordentliche Menge. Das war eine ordentliche Menge gerade, die da hinter mir her war. Da stehen bleiben, momentan mit unserem kleinen 60-Pfund-Bögeli, den wir haben. Scheiße Idee. Deswegen. Aber wieso haben wir das letzte Mal, haben wir den Spawner nicht ausgelöst, diesmal haben wir den Spawner ausgelöst. Komisch. Den militärischen Loot hin und die zwei Garage würde ich eigentlich noch gerne mitnehmen. Aber dann gehen wir schnell nochmal rein. Das ist nicht das große Problem. Die Kippen sind zu kaputt. Weil der militärische Spawn theoretisch, andere haben da mehr Glück, ich habe kein Glück, aber theoretisch kann halt in dem militärischen Spawn auch eine zusätzliche Weste drin liegen. Und eine stichsichere Weste. Was halt unglaublich hilft tatsächlich schon mal. Also das sind dann mal 1 bis 2 Hits, zumindest schon mal mehr, die wir von dem Puppet einstecken können. Momentan sind wir nach 3 Hits ziemlich sicher dead. Deswegen, das ist nicht schlecht, wenn wir da was in der Richtung haben. Wir können uns theoretisch auch so eine Weste herstellen. Ist allerdings, ja, relativ, ja, aufwendig geht, aber es ist relativ nervig, die herzustellen. Ich stelle hier ungerne Gegenstände nach wie vor her. Achso, wir haben keinen Platz mehr. Ja. Das ist momentan auch ein bisschen strange. Wir bräuchten eine weitere Holzkiste. Na super. Wir haben keinen Platz mehr. Gar keinen Platz mehr. Okay. Hier ist auch alles voll. Na gut, wir können notfalls was wegschmeißen. Das heißt, wir können jetzt schon wieder zum Händler, können verkaufen gehen. 9 Ruhmpunkte haben wir immerhin. Es wird besser. Ich glaube, mit 8 konnte man schon Nahrung kaufen oder sowas. In der Richtung. Wir gehen jetzt nochmal nach hinten, gucken nochmal den militärischen Loot an, auf jeden Fall. Wenn wir noch 2, 3 Puppet Kits mitnehmen können, ist auch okay. Das ist schon der nächste. Nope. Robin Hood Outfit hat sie an. Ah, Vorsicht ist geboten. Mit einfach mal hinrennen. Schwierig. Der Lebensmittelladen könnte noch interessant sein. Wir müssen ein kleines bisschen, also da wir noch den 60-Pfund-Bogen haben, müssen wir ein kleines bisschen höher zielen. Auf die halbe Range, die wir gerade haben, ist es okay. Er backt durch den halben Boden, okay. Es ist, wie es ist. So, haben wir es jetzt hier. Herzlichen Dank. Ja, und sie stehen dann nach wie vor extrem gerne im Busch. Die Dudes. Hauptsache, du siehst sie nicht. Das andere Problem ist, du hörst sie halt momentan immer noch nicht richtig. Da haben sie zwar was gefixt, aber so wie es aussieht, nicht ansatzweise vernünftig. Ah, schade. Waffenspawn liegt hier immer hier vorne drin. Gar nicht belegt hier. Flasche Wasser können wir auf jeden Fall mitnehmen. Box H-Klammern, warum nicht? Wir werden bald welche brauchen. Fürs Gefängnis ein Küchenmesser. Bin jetzt nicht mega viel. Pastinake, lag die nicht vorne auch schon da? Oder das letzte Mal hier auch schon rum? 3 von 5 Uses nur noch. Schade. Spawner ist hier auch nicht belegt. Das Maskending können wir mitnehmen zumindest. Das ist ein bisschen was wert. Und hier halt dementsprechend kann das Zeug liegen. Pausieren. Wir haben irgendwo hier ein Puppet. Okay. Vielleicht nochmal eine Lichtmaschine. Rager-Teile, irgendwas Kleines, was wir mitnehmen können, wäre geil. Alles, was jetzt groß und unhandlich ist, lohnt sich nicht. Gelber Schraubendreher wäre schön handlich übrigens. Schade. Aber auch hier
Okay, in der Folge, der Loot war in der letzten Folge deutlich besser. Das kann man festhalten. Ist das ein Nagel? Nee, Bolzen. Diesmal Flaute. Schade, nichts Vernünftiges dabei. Gut, dann geht's dann einmal zurück. Wir gehen dann nochmal verkaufen. Können wir nochmal reingucken. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam wieder Richtung nach Hause. Oh. Okay, taktische Armeehose, geil. Wo hast du jetzt die Firefighter Pants? Da hast du hingezogen. Die Stiefel können wir mitnehmen. Die sind 200 Dollar wert, wenn wir die reparieren. Okay, wir haben komplett blaue Tarnkleidung gefunden. Nett. Ah, Schraubendreher. Okay, das war tatsächlich jetzt momentan der beste Loot, den wir abgreifen konnten. Mal gucken, was wir nochmal hochreparieren. Auf jeden Fall können wir uns alles leisten, was wir denn da brauchen. Großer Benzinkanister, einmal das Ding voll machen. Ja, danach bei den Tanken dementsprechend vorbeifahren. Da können wir nochmal reinlooten. Hier gibt es sehr viele von diesen Gebäuden, wo du Baumaterial finden kannst. Und natürlich auch Schraubenzieher, Klamotten und so weiter. Haben wir doch getriggert. Wir haben eine sehr hohe Range, was das Triggern von den Puppets angeht. Die Gummihandschuhe sind eigentlich ganz nice. Das Ding hier hätte ich eigentlich auch gerne. 1,2 Kilo. Du passt hier noch rein. Ein Airdrop in B3. Da unten, okay. Ah, da wird sich der ein oder andere wahrscheinlich wieder freuen. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen. Ist, okay. Wenn ein Puppet neben dir her ist, ist das ein Problem. Gerade ging's noch. Gummistiefel lohnt sich jetzt nicht so sehr. Irgendwelcher Samen. Könnte Knoblauch gewesen sein. Jetzt will ich's aber wissen. Stift, sehr schön, 30 Dollar. Spinat, okay, fast. Fast richtig. Es ist fast ungefährlich, glaube ich, durch die Stadt zu laufen. Wie hier außerhalb zu laufen, durch den Wald mittlerweile. Guck mal, hier ist weniger los wie im Wald, lustigerweise. Okay. Mir war es so. Okay, wir sind draußen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich dann schon direkt beim Händler stehen. Danach geht es einmal runter. Vielleicht mal aufs Observatorium könnte man auch mal vorbeischauen. Wobei, ich möchte eigentlich zur Hauptstadt. Vielleicht gehen wir dann schon in die Hauptstadt. Mal gucken. Auf jeden Fall machen wir das Ganze, was wir jetzt hier erstmal gelootet haben, machen wir zur Kohle. Und ich danke schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.